Unsere Nummer 2, Sören Pierson, tauschte das runde Leder gegen die runde Scheibe und Stollen gegen Kufen. Im Rahmen eines Spielerporträts besuchte Eishockey-Fan Pierson die Roten Teufel aus Bad Nauheim bei einem Training. Mit Rat und Tat zur Seite stand ihm dabei Bad Nauheims Goalie Niklas Deske. Auf dem Eis gab er dem FSV-Schlussmann wertvolle Tipps. Während der Verschnaufpausen gab es noch einmal theoretischen Unterricht für Sören, der sich aufgrund der ersten Eindrücke respektvoll gab. Wenn ich sehe, wie schnell die sind und wenn ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit die hier den Puck hin und her laufen lassen und wenn ich mir die Schnapper angucke, die ja förmlich alles halten, ja, muss ich mich eingliedern und einfach alles geben hier dann für den Club. Wenn ich einen Puck halte, bin ich stolz wie Oskar, ich sag's dir. Ich hab da richtig Respekt vor. Und auch Teammanager Michael Kabacka wünschte unserem FSV-Schlussmann Sören Pierson bei seinem ersten Eishockeytraining. Alles gut. Also was hier in Tempo geht auf dem Eis, ist gut ab und ist nicht so wie beim Fußball. Natürlich ist der Puck etwas kleiner und das Tor kleiner. Umso größer ist der Sören auch mit Ausrüstung. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute und dass er auf jeden Fall verletzungsfrei hier rauskommt. Und dann wurde es auch schon ernst für unsere Nummer 2. Mehreren lockeren Schüssen folgten dann auch echte Bewährungsproben für den Eishockey-Neuling Sören, der sich aber bravourös schlug. Nach der ersten Einheit gab es dann noch eine kleine Fachsimpelrunde mit Sörens Torwarttrainer Niklas Deske, der sich aufgrund der Leistung seines Schützlings begeistert zeigte. Ja, der macht das sehr super. Also man sieht schon, dass er Talent hat für den Job hier. Und ja, er hat ja eben auch seinen ersten Schuss gehalten. Ganz entspannt ist er ja dabei und sehr bescheiden. Und ich glaube, er hat auch Spaß. Hast du schon ein paar Tipps gegeben? Ja, halt die Grundsachen mit Fanghand nach vorne und Schläger um Eis. Das, was man halt mir auch früher beigebracht hat. Am Ende des Tages blieb ein verschwitzter Sören Pierson und ein hocherfreuter Headcoach Frank Carnevale. Yes, I think he had a pretty good first day, but it's too bad we can't sign him to a contract. He's going to have to work a little bit on his legs, but he has potential. He's got the size anyway. I like the size. Big goalie, that's good. Well, normally a guy who's never been on the ice usually can't even stand up, so he actually did pretty good. You can tell he's a good athlete.